Willkommen zurück bei Ron. Das Festival des deutschen Films hat wieder den roten Teppich ausgerollt auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Und unser Kollege Alexander Kumpf ist wieder vor Ort und hat bestimmt jemanden jetzt auf dem roten Teppich auch angetroffen und steht nicht mehr alleine da. Das habe ich tatsächlich. Bei mir ist Katharina Marie Schubert. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Ihr Film, der hat heute Abend um 19 Uhr Premiere, und zwar Sayonara Lorelei, so heißt er richtig. Und bevor wir gleich miteinander sprechen, gucken wir uns noch mal einen kleinen Ausschnitt an. Marie Werner, ich sollte eigentlich in einem Flugzeug nach Tokio sitzen. Stehe ich auf einer Fähre nach Rüdesheim. Wir haben ja in Rüdesheim fast so viele Japaner wie in Nagasaki. Weiß kaum jemand. Deutsche trifft man überall auf der Welt. Aber selten in Rüdesheim. Warum ist Ihr Koffer in Tokio? Ich sollte eigentlich mit meinem Chor nach Tokio fliegen heute, aber meine Mutter ist ins Koma gefallen. Kann sie uns hören? Ich bin nicht sicher. Warum reden wir denn dann so leise? Frau Schubert, Ihre Figur, die Marie, die hat es im Leben ja einfach nicht leicht. Dann wird Ihre Japanreise auch noch gecancelt und dann landet sie im, wie ich finde, sehr schönen Rüdesheim. Wie konnte das denn passieren? Meine Güte, das ist ja eine Lebensfrage für diese Marie. Also sie hat halt einfach eine strenge Mutter, einige Entscheidungen im Leben falsch getroffen und dann findet sie sich durch eine Verkettung von noch dazu blöden Zufällen einfach da wieder, obwohl sie eben, wie gesagt, ja, wie Sie gesagt haben, in Japan sein wollte. Stellt aber fest, dass es auch sehr viel Japan in Rüdesheim gibt. Das klingt ziemlich interessant. Wie viel Marie ist denn in der Katharina Marie Schubert wirklich verbaut? Also in der Filmfigur im Vergleich zur echten, der Schauspielerin? Also diese Marie ist ja sehr schüchtern, hat sehr wenig Selbstbewusstsein, steht ordentlich unter dem Scheffel ihrer Mutter, hat große Schulden. All das habe ich nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht so schüchtern, auch nicht so in mich zurückgezogen. Ich habe auch keine Schulden, Gott sei Dank. Und auch nicht so eine herrische Mutter. Also eigentlich sehr wenig. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Dreharbeiten in Rüdesheim? Ja, ganz tolle. Ich komme aus Norddeutschland und war eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie so richtig in der Ecke. Ich war mal in Wiesbaden, ich war mal in Frankfurt, sozusagen grob in der Gegend. Aber da so den Rhein und dieses ganze wunderschöne Rheintal, Weltkulturerbe, da war ich noch nie. Und ich hatte meine Familie dabei. Und wir sind an den Wochenenden den Rhein rauf und runter, haben Wanderungen gemacht und so weiter. Und für meine Tochter war das der schönste Urlaub ihres Lebens. Das glaube ich. Haben Sie so einen kleinen Inside-Fact vom Dreh? Können Sie was erzählen? Was kann ich erzählen? Ich hatte einen riesen Gerstenkorn. Wir mussten den Dreh stoppen eine Woche. Das hat allen anderen noch eine Woche und mir auch eine Woche Urlaub verschafft, wenn auch mit so einem Auge. Dann war letztes Jahr plötzlich da diese große Flut. Dann waren auch in Rüdesheim manche Straßen überschwemmt. Natürlich in keinster Weise so schlimm. Aber das war so. Und die Stadt war, so dieses kleine Städtchen war unheimlich leer wegen Corona. Also das war auch ganz toll natürlich. Wie überall, ich habe auch in Prag gedreht letzten März, da war auch niemand. Das war natürlich ein Riesenprivileg, da zu sein, wenn niemand da ist. Jetzt ist das Festival des deutschen Films hier in Ludwigshafen das zweitgrößte Festival, was die Besucherzahlen angeht. Mhm. Wie wichtig ist Ihnen denn das, dass Ihr Film oder dass der Film hier gezeigt wird und Sie hier auch präsent sind? Also mir persönlich ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil für mich ist es eigentlich wichtiger, den Film zu drehen und da zu sein. Und mir ist so das Bad in der Menge ein bisschen fremd und zu aufregend. Aber es ist natürlich für den Film und für die ganze Produktion und so weiter immens wichtig, dass er hier läuft und hoffentlich gut angenommen wird und so weiter. Und dass sich das rumspricht und er dann vielleicht im Fernsehen nur eine gute Einschaltquote hat. Und natürlich für alle, die beteiligt sind, ist das ein Spektakel und aufregend. Frau Schubert, vielen Dank. Wenn Ihnen das Bad in der Menge nicht so recht ist, bleiben Sie einfach hier bei mir. Und damit gebe ich zurück ins Studio.